So cool, dass ihr wieder dabei seid. Session 5 von der Wohnzimmer-Session. Jetzt gehen wir weiter im Thema geistliche Reife. Letztes Mal habe ich alles groß und breit erklärt. Wir sind hängen geblieben bei Hebräer 5, Vers 14, wo es ging um die geistlichen Sinne. Gell? Mhm. Und jetzt die große Preisfrage, wie trainiert man diese geistlichen Sinne? Ne? Als Gloria hat letztes Mal schön gesagt, wie sie das macht und so weiter, dass sie Dinge sehen kann, hören kann, spüren kann. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie machst du das? Eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, gell? Das ist gar nicht so einfach. Ja, da muss ich kurz überlegen. Da muss ich kurz überlegen, ja, super. Ich denke, dass ein Großteil so darin besteht, dass ich reinhöre und das, also das Natürliche quasi wie so ein bisschen jetzt nicht ausschalte, aber das ist ganz schwer zu sagen. Genau. Und das ist eins unserer großen Probleme, die wir haben. Ne, für manche Leute, die nämlich nicht von Natur aus, also manchen fällt es leichter, ihre geistigen Sinne zu benutzen, einfach so. Manchen fällt es gar nicht leicht. Ne? Und es ist wie manchmal, an manchen Punkten gibt es einfach Geschenke, die Gott verteilt. Und man hat bestimmte Gaben in manchen Bereichen, manche sind einfach musikalischer, manche Leute sind kreativer, manche Leute sind besser im Denken, manche Leute sind handwerklich begabt und genauso sind manche Leute einfach begabt, geistlich zu sehen und zu hören und so weiter. Ne? Und gleichzeitig gibt es das trotzdem für alle. Ja, also geistlich sehen, hören und spüren ist nicht für Elite-Leute, sondern ist für alle da. Gott sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ne? Mhm. Und es ist einfach etwas, was man trainieren kann. Und leider können wir wenigstens erklären, wie es funktioniert. Ja. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir ganzheitlich gebaut sind. Das heißt, der Geist ist nicht getrennt von der Seele. Ja, wir tun es gerne auseinanderfriemeln, um es ein bisschen besser zu erklären, aber der Geist ist nicht getrennt von der Seele. Das heißt, die ganzen Ressourcen, die wir haben im Natürlichen, sind genauso da auch im Geist. Selbst wenn wir unseren Körper einsetzen, kann das ein geistlicher Akt sein. Ne? Wenn ich bewusst eine Entscheidung treffe und wie einen Schritt raus mache, zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache einen Ortswechsel vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts und ich mache das mit dem Körper, dann ist das ein Glaubensakt und das passiert im Geist. Ne? Genauso Gedanken können genauso im Geist passieren. Das heißt, wenn Gott zu uns redet, passiert es meistens nicht akustisch, sondern in unseren Gedanken. Wir müssen nur lernen, ihn da drin zu hören und auseinanderzuhalten, ob es jetzt vom Satan kommt oder von Gott. Und das ist auch gar nicht so schwer. So, das Wichtigste da drin ist, dass wir erstmal alles, was wir haben, also ganzen Sinne, unsere Gedanken, unsere Vorstellungskraft, unsere Gefühle, alle Gott übergeben und schenken. Und ihm weihen. Weil er hat uns dafür geschaffen, dass wir Beziehungen leben mit ihm. Das heißt, alles, was du bist und hast und alles, wie er dich gemacht hat, ist darauf ausgelegt, mit ihm Beziehung zu haben. Dass deine ganze Vorstellungskraft ist dafür geschaffen, mit ihm Beziehung zu haben. Deine Gedanken sind dafür geschaffen, mit ihm in Austausch zu sein. Deine Gefühle sind dafür geschaffen, ihn wahrzunehmen. Und der Satan ist ein Schlawiner, der steht die ganze Zeit daneben und benutzt deine Sinne schon, um mit dir zu kooperieren. Und wir sind gewohnt, ihm zuzuhören. No? Mhm. So, wer von euch hat sich schon mal Sorgen gemacht? No? No? Und wie einfach war es in dem Moment, sich eine Zukunft vorzustellen, die ganz schlimm ist? Mhm. Ne? Da kamen 1000 Bilder von der Zukunft, die völlig daneben ist. Mhm. So. Wie oft hast du dir in dem Moment gedacht, das bilde ich mir gerade nur ein? Nicht so oft. Nicht so oft. Das war völlig real. Ja. Oder? Und wie oft hattest du schon was, wo du irgendwie gemerkt hast, wo ich kriege was von Gott mit im Worship oder was weiß ich, oder du hast ein Bild, einen Eindruck und du denkst dann, oh, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Mhm. Was meinst du, wer daran interessiert ist, dir zu sagen, das bildest du dir nur ein? Satan redet die ganze Zeit mit uns in unseren Gedanken und versucht die ganze Zeit Einfluss zu nehmen. No? Es gibt, deine Gedanken können drei Quellen haben. Erstens bist du, zweitens ist der Satan und drittens ist Gott. Okay? No? Die Gedanken, die aus dir kommen, sind meistens relativ einfach zu erkennen. Das sind so Sachen wie, ich sollte mir mal wieder die Zähne putzen oder ich habe Hunger oder keine Ahnung. No? Und der Satan bringt diese ganzen Sachen wie, du bist schlecht, du bist falsch, du bist daneben, no? Du bist nicht geliebt und so weiter und so fort. Und wir sind so gewohnt, ihm zuzuhören, dass wir ihm auch die ganze Zeit glauben. Wir sind so nicht gewohnt, Gott zuzuhören, dass wir dem nicht glauben. Aber im Reich Gottes funktioniert alles über Glauben. Das heißt, wir müssen unsere Sinne wieder trainieren, das wahrzunehmen, das zu glauben, was Gott sagt. Das heißt, Gott spricht die ganze Zeit zu dir, permanent. So, um das Ganze einfach zu gestalten, habe ich mit Gott einen Deal gemacht. Ich habe ihm einfach gesagt, Gott, ich vertraue dir, dass du stärker bist als der Satan, dass du schneller bist als der Satan, dass du es gut mit mir meinst. Das heißt, ich werde ab heute einfach, wenn ich dir eine Frage stelle, das Erste nehmen, was kommt.
Ne? Ja. Das heißt, wenn ich ihn frage, Papa, soll ich mir das und das Auto kaufen, dann mache ich die Augen zu und frage ihn und wenn, dann nehme ich das Erste, was kommt, als Antwort. Ne? Oder soll ich heute Pizza oder Burger essen, dann nehme ich das Erste, was kommt, als Antwort. Mhm. Und ich glaube ihm einfach. Und ich sage, du meinst es so gut mit mir, dass selbst wenn ich jetzt Blödsinn höre, du dann dafür aufkommst für den Schaden. Ne? Das heißt, ich werfe mich wirklich mit meinem ganzen Lebensgewicht auf ihn und sage, Gott, ich glaube dir jetzt halt einfach, ganz naiv. Und dann steht alles in uns auf und sagt, aber du musst dich doch selber kümmern. Ne? Aber du musst, es geht doch nicht, du kannst doch nicht, hallo, nein, es geht doch nicht. Und so, ne? Und es ist aber ganz wichtig, dass wir lernen, wir müssen halt lernen, im nackten Glauben zu leben. Ne? So, und jetzt machen wir einfach mal gemeinsam diese Entscheidung, wenn ihr möchtet. Ihr sagt, ja, ich will das auch, ich will auch Gottes Stimme hören, ich will auch ihn sehen können und so weiter, und ich will auch, dass es einfach ist. Dann treffen wir jetzt zusammen die Entscheidung. Ich bete es vor und ihr könnt es einfach nachbeten. Ist das okay? Ja. Super. Papa? Papa? Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Du bist schneller als der Satan. Du bist schneller als der Satan. Du bist stärker als der Satan. Du bist stärker als der Satan. Du meinst es absolut gut mit mir. Du meinst es absolut gut mit mir. Deswegen vertraue ich dir. Deswegen vertraue ich dir. Und ich nehme ab jetzt. Und ich nehme ab jetzt. Wenn ich dir eine Frage stelle. Wenn ich dir eine Frage stelle. Einfach das Erste, was kommt in meinen Gedanken als Antwort. Einfach das Erste, was gekommen in meinen Gedanken. In meinen Gedanken als Antwort. Genau. So, Punkt. Sehr gut. So, und jetzt machen wir eine ganz einfache Übung, ne, wo du ganz leicht sämtliche Sinne trainieren kannst. Okay, macht mal die Augen zu. Und jetzt geht mal im Geist in eure Küche zu Hause. Ne, wenn ich sage im Geist, stellt ihr euch einfach eure Küche vor. Ne? So. Und jetzt mach mal deinen Kühlschrank auf. Schau mal rein, was da so drin ist. Nimm mal die Butter raus, stell sie wieder zurück. Wenn keine Butter drin ist, nimm irgendwas anderes. Stell sie wieder zurück, mach die Tür zu, dreh dich um und vor dir steht Jesus. Jetzt guck mal, ob du ihn sehen kannst. Und wenn du willst, geh mal näher ran. Lass dich von ihm mal in den Arm nehmen. Dann schau mal, wie sich das anfühlt. Vielleicht spürst du was. Vielleicht ist es warm. Und jetzt hör mal, was er zu sagen hat zu dir. Eure Augen auf. Genau. Und wer hat was mit Jesus erlebt? Ja. Ja. Yes. Den gesehen? Ja. Super. Ja. Habt ihr ihn real hier im Raum gesehen oder in eurer Vorstellungskraft? In der Vorstellungskraft. Aha. Ja. Aha. Bei mir auch. Ja, super. Und jetzt nicht diesen Gedanken zulassen, das habe ich mir nur eingebildet. Okay? Weil eure Vorstellungskraft gehört Gott. Ihr habt sie ihm gerade gegeben, ihr habt sie ihm gerade geschenkt. So, und wir sind mit der Vorstellungskraft so nach Hause gegangen in die Küche. Ne, waren dort, weil die Seele kann dort an diesem Ort sein. Ne, und dann ist Jesus mitten reingekommen in diese Situation. Und so einfach geht es im Geist zu sehen. Es ist kein großes Heckmeck, es ist kein großes Boah, gerade so übernatürlich und so, sondern es einfach stinknormal. Die Frage ist nur, glauben wir das jetzt? Das heißt, jeder von euch hat eine Begegnung mit Jesus gerade. Die Frage ist, glaubst du, dass du ihm begegnet bist oder lässt es dir vom Satan wieder rauben? Ne, wer hat das gespürt? Wer hat ihn umarmt und es hat sich gut angefühlt? Ja. Ja? habt ihr was gehört? Hat er was gesagt? Ja. Ja? Hat er was gesagt? Ah, bei mir ist gerade eher so, dass, weil meine Stimme unterdrückt wird, dass die auch unterdrückt wurde. Ja, krass. Ja. Okay, spannend. Das heißt, da kämpft der Satan drum, um deine Stimme. Das ist ein geistlicher Kampf an dem Punkt. Und spannend, dann ist da echt ein Punkt, wo wir durchbrechen müssen. Na? Ja. Das ist gut. Also wir merken es auch gerade, da ist auch gerade ein bisschen Kampf da um die Stimme, aber ist alles gut. Das ist super. Okay, dann müssen wir das uns einfach mal in Ruhe anschauen. Ist auch, wenn ihr zu Hause merkt, ne, ein paar Sachen haben funktioniert, vielleicht hat Sehen funktioniert, aber das Hören nicht.
oder Sehen hat nicht funktioniert, aber das Hören, dann ist alles gar nicht schlimm. Ist schon mal gut, dass überhaupt was wahrgenommen wird. Vielleicht hast du auch nur was gespürt, vielleicht fällt dir das alles andere ein bisschen schwierig. Ne? Vielleicht sind noch nicht alle Sinne gleich stark ausgeprägt. Hm. Und um manche tobt vielleicht wirklich ein Kampf. Ich habe es mit meiner Frau auch ganz lange gehabt, dass bei ihr das geistliche Hören ganz angegriffen war. Ne? Und dann haben wir einfach da gerungen, sind immer wieder rein, haben die Wahrheit proklamiert. Nein, ich bin sein Schaf, ich höre seine Stimme. Und haben es geübt, ne? Über Aufschreiben zum Beispiel. Du kannst dich hinsetzen, ein Blatt Papier nehmen und eine Konversation mit Gott beginnen. Sagen, hallo Gott, und dann sagt er, hallo Tochter oder hallo Sohn. Und dann schreibst du es auf. Dann stellst du deine Fragen und redest mit ihm. Ne? Und darüber passiert Beziehung und man lernt es, trainiert es. Ne? Ist alles gar nicht so schlimm, wenn es noch nicht sofort funktioniert. Es ist einfach nur sich nicht verunsichern lassen, sondern einfach weiter üben. Du kannst diese Übung abends machen im Bett, bevor du einschläfst. Ne? Du kannst es einfach öfter am Tag machen, immer wieder mal, dann trainiert man das geistlich hören. Oder im Lobpreis dich hinsetzen, gucken, was nehme ich denn wahr, was sehe ich denn gerade. Hm. Oder wenn du die Bibel liest, einfach das, was da steht, vorstellen. Wie sieht es aus? Ne? Wenn da steht, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, wie sieht das aus? Wie stelle ich mir das vor? Ne? So. Und dadurch kann man es üben, geistlich zu sehen, geistlich zu hören und so weiter und so fort. Das ist gar nicht so schwierig, ist eigentlich relativ einfach. Genau. So, ne? Und wenn du jetzt merkst, boah, das frustriert dich und du bist nicht weitergekommen, dann entspann dich. Ne? Also wirklich, sei entspannt, Gott kommt durch, Gott schafft es mit dir. Alles gar nicht so wild. Genau. Und über dieses geistliche Sinne trainiert zu haben, werden wir geistlich reif. So, jetzt haben wir letztes Mal gehört, zum einen, wie viel Wort ist in dir manifestiert. Ne? Und jetzt haben wir gemerkt, wie trainiert es in deine geistlichen Sinne. Und dann kannst du einfach mal gucken in dein Leben rein, wie weit bin ich denn da? Und dann kannst du dich ein bisschen geistig abschätzen und einschätzen, wie alt bin ich denn? Wie reif bin ich denn? Ne? Und geistliche Kinder überschätzen sich permanent. Also Kinder generell überschätzen sich permanent. Meine Tochter wollte mit den Größeren immer sofort mitrennen und alles mitmachen, kann sie aber noch nicht. Und das frustriert sie dann. Ja, aber Kinder überschätzen sich, das heißt, guck einfach mal. Und Demut heißt es, einfach zu wissen, wer du bist. Ja, Jesus sagt von sich, er ist von Herzen demütig. Das heißt, Demut ist keine Bescheidenheit, ja, sondern Demut ist einfach nur eine ganz klare Gewissheit dessen, wer du wirklich bist. Dann bist du demütig. Das heißt, wenn du super reif bist und du weißt, du bist super reif, dann ist es Demut. Wenn du mega unreif bist und du denkst, du bist super reif, dann ist es nicht demütig. Okay? Das ist einfach nur ein ganz realistisches Bild von sich selber zu haben. Das hilft total. Okay, super. Und was ist der dritte Punkt mit dem, was es bedeutet, das Fleisch zu überwinden? Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Da gehen wir dann noch tiefer rein. Habt ihr gerade Fragen noch zum geistlich Hören sehen? Ist gut? Ja. Super. Keine Fragen? Nee? Okay, gut. Dann machen wir hier schon Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.